Zaudern. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde, da bin ich wieder, euer lieber Goldalter Zordan, mit diesem kleinen Hundegesellen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wer das ist und welcher das ist. Ich habe ja einige Hundenamen zur Auswahl und davon wirst du dann auch noch einen bekommen. Aber der ist mir hier oben zugelaufen. Wie ihr seht, habe ich nämlich noch die Gunst der Stunde genutzt und hier diesen Steinberg hier abgetragen. Und sinnvoll vernichtet. Dann habe ich noch ein bisschen Schnee geschoben und habe die Winterzeit genutzt. Es hatte zwischendurch nochmal geschneit. Und glücklicherweise ist jetzt hier drin auch der Schnee gefallen. Und deswegen werde ich jetzt, bevor ich in dieser Folge anfange, die Wohnungen fertig zu bauen für die versprochenen Kandidaten, hier oben noch ein wenig Struktur reinbringen. Hier kommt noch ein Acker hin. Hier wahrscheinlich ein Gemüsebeet. Und da kommt der Tempel des Frigorn hin. Frigorn, der Wintergott der Barbaren. Und den werden wir jetzt als erstes mal bauen, denn dazu brauche ich nichts anderes als Schnee. Und davon haben wir ja zum Glück reichlich. Nein, ein bisschen Erde brauche ich noch, das brauche ich zum Bauen dann. Und ein paar Schilder. Und Bilder. Vielleicht auch. Schilder habe ich jetzt gerade keine. Da. Na gut, auf jeden Fall haben wir sehr viele Schneeblöcke, denn das Schneeschieben hat natürlich reichlich Platz verursacht. So, dann machen wir nochmal. Mach hier erstmal. Seht ihr, es hat sogar eine Schneeschicht auf die Schneeblöcke geschneit. Teilweise zumindest. So. Mal gucken, wie uns das hier gelingt, so ein bisschen die Iglu-Form zu bekommen. Huch. Oh, das sollte ich nicht allzu oft machen, denn hier geht es teilweise doch sehr tief hinunter. Ein Iglu für Frigorn, jawohl. Da freut er sich ja auch. Das ist ja auch, nur ein Gott, wisst ihr? Und Götter sind ja auch sensibel. Und wenn man denen dann was Schönes baut, dann freuen die sich ja auch. Und dann unterstützen die einen wieder und lassen es vielleicht nicht mehr allzu oft schneien. Und geben hier vielleicht ein wenig den Segen, dass nicht alles hier stirbt, sondern dass die Fruchtbarkeitsgöttin auch noch ihren Teil abbekommt, sodass wir hier ordentlich ernten können. So, nächste Schicht und jetzt muss ich gleich mal richtig... Ah, seht ihr, das kommt, wenn man die ganze Zeit in den Schnee guckt. Nein. Der Schnee, der blendet einen ja auch. Na, das hat doch was. Sieht doch gut aus. So, schnell die Erde hier wieder raus. Ein bisschen vorsichtig sein, dass ich den Rest des Tempels nicht mit wegmache. Jetzt haben wir einen blöden Fleck, wo kein Schnee ist. Das ist auch doof. Aber so Schneestufen kann man leider nicht... leider nicht aus Schneeblöcken bauen. Seht ihr, das passiert, wenn man zu voreilig hier die Schaufel in die Wand schlägt. Jetzt ist das noch so eine Sache mit der Beleuchtung. Wenn ich jetzt hier einen Lavapot oder auch Fackeln hinstelle, dann wette ich, dass die Wände ziemlich schnell wegschmelzen. Das ist nicht ganz so Sinn der Sache. Also werden wir hier oben ein wenig Glowstone besorgen, den wir hier einsetzen können, damit hier unten drin auch Beleuchtung herrscht. Aber ist doch urig gemütlich, oder? Hier können dann Symbole für den Winter irgendwie rein und für die Fruchtbarkeit. Das nutzt auch nichts, ne? Und die kann man auch nicht irgendwie
Nee. Naja. Ach, dann machen wir hier einfach noch so. Noch so ein Erntetischchen. Ja, also mir gefällt's. Der Tempel des Wintergottes ist fertig und ich hoffe, ihm gefällt's auch. So, Glowstone habe ich bestimmt nicht hier oben. Das würde mich schon schwer wundern. Aber ist okay, dann kann ich jetzt auch gleich mal ein paar andere Sachen wieder mit zurücknehmen. In die Burg, die wir hier oben nämlich nicht mehr brauchen. Oh, jetzt noch mein Essen. Was macht denn das hier? Das brauchen wir auf jeden Fall hier oben noch, aber das da zum Beispiel nicht. Dann können wir halt die Schneebälle doch hier lassen. So, komm. So. Gelben Teppich brauche ich auch nicht mehr. Das tauschen wir mal gegen Erde. So. Ist hier in der Kiste, da ist nur Erde drin. Erde und Steine drin, hier ist nur Erde drin. Erde und Steine und anderes Gedöns. Gedöns wie mein Schwert zum Beispiel. Hier, den Kies, den brauche ich bestimmt hier oben noch. So, noch unbenannter Hund, den ich bald mit einem der Namen aus der Community benennen werde. Mach schön Sitz. Jippa. Warum bist du auch die ganze Zeit hier draußen? Da hinten kannst du doch durchgehen, durch den Garten. Wenn die schon immer nicht in meine Burg wollen. So, und seht ihr? Kleines Hüngerchen wartet. Hier, wenn ich das hier jetzt irgendwie behutsam abbauen könnte. Und dann könnte ich das da... Na, egal. Ich habe doch neulich erst Schnee gefegt. Und Poldi ist alles im Griff hier. Genau, du wartest ja schon eine Weile jetzt wieder hier. Ja, von den Stufen hatte ich bisher noch gar keine hier. So, das ist Redstone-Gedöns. Das Dynamit auch. Und die Hebel werden ja auch als Redstone-Gedöns gewertet. Dann kommen die auch mal hierher. So. Hier gehören die Schnüre rein. Aber wohin jetzt? Damit. Hierhin. Ja. So, huch, kurze Unterbrechung. Hier genau, ich kann ja auch Schnee hier oben lagern. Nee, warte. Schnee muss in den Keller, der muss in meinen Vorratskeller. Um da alles am Start zu halten. Hier habe ich noch ganz viel Lapis. Und noch Knochenmehl für hellblaue Farbe, weil so viele Blumen habe ich ja gar nicht da. Da werde ich das dann auch mal für nutzen. Teppiche habe ich hier ein paar noch. Dann kann das auch dazu. Ja. Und der Rest ist eh Gedöns, der hier bleibt. Nicht hier bleibt. Ah, das komische Licht ist mein Wegpunkt. Nicht wundern. Der geht bis hier unten rein. Hier, da. Kühltruhe machen wir hier. Welch dramatische Musik dafür. Hier ist sogar noch... Oh, guck mal, ein paar Steaks haben wir hier noch. Dann nehme ich doch gleich mal welche mit. Haha. Mache Eier. Erde, alles klar. Durch die Schatzkammer, sonst muss ich nicht gehen. Genau, du sagst es. Habe ich noch Glas hier? Oder dafür... Halt, da ist noch welches. Ja. Und hier ist auch noch welches. Warum habe ich denn das überall verteilt? Sag mal. Hier oben ist nicht mehr so viel. Poldi, du passt hier schon auf. Ich gehe nochmal ganz kurz in den Alchemiekeller und lege das olle Spinnenei weg. Ordnung muss sein. Oder was meinst du? Für ein Smaragd 8 Hähnchen, das geht ja sogar. Aber im Moment nicht, danke. Ja. So, Glowstone wollte ich noch mitnehmen, aber den habe ich gar nicht hier oben gesehen. Dann liegt, wenn ich überhaupt noch welchen habe, der noch unten... Wo ich die ganzen Dorfgeschichten da gebaut habe. Ja, das wird so sein. Ja, Mensch, Leute. Eigentlich dachte ich, ich bin jetzt heute schon krass im Wohnungsbau, aber es ist noch so eine kleine
wir prusseln mal so rum, Folge. Kann man ja mal machen. Die Nacht eilt schon wieder herbei. Mit großen Schritten. Und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schulter. Heißt es doch in jener großen lyrischen Geschichte vom Wendehals. Ja? Ach, das geht gar nicht auf Schnee, oder was? Ist ja schlimmer, hier Schnee weg. So geht's. Ha. Dann gute Nacht. Ich schlafe auf heiligem Boden. Ah, herrlich. So. Achso, habe ich eigentlich noch. Gleich nochmal gucken. Zäune übrig? Yeah, Kistenwahnsinn. Nein, habe ich nicht. Okay. Und schaut mal, das funktioniert wirklich. Die Deckel halten das Wasser frisch und es wird nicht gefroren. Und ich habe schon eine ganze Ernte, die hier oben gewachsen ist. Yippie! Hexenwacht, der Winter kommt. Denn wenn ich dann noch traurig bin, dann hole ich noch mehr Korn. Vorsicht, Apollos. Aus dem Weg. Aus der Bahn. Hauptsache man weiß, wo man alles hat, dann findet man auch alles wieder. Sand habe ich nur noch. Den Sandstein, den kann ich auch schon mal beiseite packen. Den brauchen wir ja bald. Und die Sandsteinstufen, das wird noch nicht mal reichen hier. Ist alles voll. Alles voll. Was wollte ich gucken? Glowstone wollte ich gucken. Habe ich echt keinen einzigen Glowstone mehr? Oder doch da unten noch, das kann sein. Sonst muss ich ja in den Nether und... in den Nether, das ist ja jetzt anscheinend im Moment ein bisschen problematisch, wie man merkt. Glück, die brauche ich dafür nicht verballern. Behutsamkeit auch nicht. Und die hier sieht schon ganz schön mitgenommen aus. Ich schätze, das wird levelmäßig gar nicht hinreichen. 31, oh. Leute. Es könnte dann schon besser gehen, wenn man noch eine zweite baut, die man dann da drauf packt. So, dann machen wir doch gleich mal was um uns. Ne, kein Weg umsonst. Keinen Gang leer machen. Ah, das habe ich befürchtet. Geh weg. Sonst wirst du eingestuft. Ja, stimmt schon. Hier die Straße ein bisschen zu verändern, das würde dem Ganzen auch ein etwas helleres Antlitz geben. So, der Wohnraum. Es sind ja jetzt noch die beiden Wohnungen besetzt worden. Hier hinter der Hanse 3 wird der, jetzt muss ich kurz auf meine Liste schauen, der Homeplayer LP wohnen, so heißt er jetzt. Und hier hinter der Hanse 4 kommt die von Dragon Studio LP, die Spionagewohnung rein. Und der Marco Feldhammer will noch eine Wohnung haben und die Jenny Seipelt. Passen ja jetzt hier nicht mehr in die Straße, die ist ja jetzt voll besetzt. Aber eine werde ich auf jeden Fall noch, vielleicht sogar zwei, wenn es passt, hier drunter bringen. Das heißt dann einfach unter der Treppe und ist dann so ein bisschen wie bei Harry Potter. Also wer von euch beiden Affinität zur Magie hat und gerne Zaubererlehrling sein möchte, der kann doch dann auch gerne hier wohnen, unter der Treppe. Das werde ich wahrscheinlich auch gleich in der nächsten Folge, werde ich das angehen. Und siehe da, Zordern muss nochmal wieder los und Sand besorgen. Hier kommt hier jetzt erstmal Erde rein.
Hier ist noch, ich brauche nur ein Bett noch, genau. Bam, bam. Ah, hier ist noch Glowstone. Wunderbar. Ich brauche auch nur 3 Stück. 3 Stück reichen aus. Und ein paar Schilder noch. Finde ich da noch eine Menge Zeug. Ah, oh ja. Okay. Und unter mir sind irgendwo knurrende Monster. Aber zum Glück unter mir und nicht in den Wohnungen drin. Mein lieber Hafenmeister ist ausgeflogen. Der Yu ist auch gerade nicht zu Hause. Dann mache ich mal schnell da oben weiter. Hüpfer. Pieps. Ich glaube, ich baue mir eine neue Diamantspitzhacke und guck mal, was da die Kombination hergibt. Ja, und dann ist ja schon bald die erste Staffel vorbei. Die ersten 100 Folgen sind dann schon gelaufen. Der Wahnsinn, wie schnell das dann doch ging. Also, ich bin echt baff. Und auch was in der Zeit an Zuspruch kam und alles. Einfach nur genial. Und, ich weiß noch nicht, was ich für den Start der neuen Staffel dann machen werde. Dann direkt erstmal wieder auf ein Abenteuer ziehe, was auch bald kommen wird. Ja, weiß ich noch nicht. Jetzt habe ich irgendwie wieder die Hälfte vergessen. Das Glas zum Beispiel unten, ne? Damn. Und Bilderrahmen auch. Ach, da muss ich halt nochmal runter. Ja, hilft ja nichts. Gibt's halt schön viel zu sehen von der Hexenwacht hier, indem ich viel umherlaufe. Nee. Geh weg. Yikes. Leder für Bilderrahmen. Ist noch Holz hier? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Nein. Ich glaube, meine ganze Bocksprunger Wolle, die ich mitgenommen habe, die ist schon wieder draufgegangen für Betten und alles Mögliche, ne? Sieht echt so aus. Was macht die hier drin? Na, egal. Blöd, wenn man das Holz nimmt, was genauso aussieht wie der andere Kram. So, dann fehlt mir doch wieder die Hälfte, ne? Nein, den kann ich. Drachenodem kann ich da nicht reintun. Der Wintergott, der steht nämlich nicht nur für Schnee und Eis, sondern natürlich auch für die Jagd und alles. Und deswegen wollte ich da eigentlich einen schönen Bogen reinlegen, als Symbol in den Tempel. Aber die habe ich jetzt wahrscheinlich auch alle nur oben, ne? Ja, ja. Ach, dann kommt das nächstes Mal. Das schaffe ich heute in dieser Folge nicht mehr. Boink. Entschuldigung, aber mit vollem Mund spielt man nicht. Deswegen musste ich kurz mal, ne? Wisst Bescheid. Ja, also, die hängenden Gärten, wunderschön. Und wieder die Treppe rauf. Oh.
Das geht zumindest. Tempel des Frigorn. So schreibt man den nämlich. Und anscheinend reicht Glowstone doch aus, um ein wenig für Tauwetter zu sorgen. Wir werden das mal beobachten. Zur Not muss der hier wieder raus. Dort in die symbolhaften Symbole. Kommt natürlich einmal das Symbol des Winters rein. Und hier kommt noch ein Bogen oder ein Pfeil. Denn Frigorn ist auch der Gott der Jagd. Ganz ähnlich wie das in Aventurien der Fall war. Und liebe Freunde, beim nächsten Mal geht es entweder hier oben weiter mit diesem Feld oder ich baue doch endlich unten die Wohnung, wie versprochen. Sagt mir mal Bescheid, wer gerne von euch, falls überhaupt, unter die Treppe ziehen möchte. Ich nutze die hereinbrechende Nacht, um mit euch in den Sonnenuntergang uns zu blicken und zu sagen, macht's gut, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss!